So, jetzt mal wieder im Hotelzimmer. Draußen war wirklich sehr, sehr heiß auf dem Balkon. Ich habe aber noch ein paar Nachrichten für euch. Deutschland, was steht da drauf? Sofortiger Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen. Deutschland schließt Grenzen. Ja gut, wer das glaubt, Alter, ja, den kann ich irgendwie selber nicht glauben. Ich glaube nicht, dass Deutschland seine Grenzen schließt. Deutschland wurde besetzt, ja, und das, was die Amis sagen, wird auch gemacht. Ganz einfach. So, mein Name ist J6, All in the Mix, herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich filme immer meistens im Hotelzimmer oder auf dem Balkon vom Hotelzimmer, weil ich nicht will, dass irgendwelche Menschen im Hintergrund gesehen werden, weil sie privat sind und jeder will ein bisschen Urlaub machen, seine Ruhe haben. Plötzlich sind die dann auf einem J6-Video im Hintergrund, das möchte ich nicht. Ja. Gerade hier schön, die Familie ist unten am Pool und ich dachte mir hier ganz kurz mal die Minibar plündern, natürlich nur Wasser, ich nehme schon seit langem keinen Zucker zu mir, Bier und so alles auch nicht, kann meine Frau ruhig trinken. Ihr seht, das ist meine Ecke hier, alles voller Wasser. Und ich brauche erstmal ein Wasser, Alter. Wir reden gleich über dieses Thema. Und hier wurde noch richtig schön gemalt von meinem Kind. Ich mache mal ganz kurz die Flasche auf. Und wie gesagt, wer das glaubt, wird selig. Ich glaube nämlich nicht, dass Deutschland seine Grenzen zumachen wird. Polen hat schon seine zugemacht. Im letzten Video habt ihr darüber auch gehört, dass Polen keinen Bock hat, die Leute anzunehmen, selbst wenn sie nach Deutschland wollen. Und ja. Mein Name ist J6, all in the mix. Habe ich schon gesagt, ist egal. Ja, Deutschland schließt angeblich seine Grenzen. Oder wenn die Leute durchkommen, werden sie mit der Polizei abgefangen, mit der Bundespolizei und sollen dann wieder zurückgeschickt werden, abgeschoben werden. Seit dem Vorfall von Solingen hat sich ein Politiker dafür eingesetzt. Ich habe da vorhin mal ein bisschen was gelesen gehabt. Könnt ihr doch selber suchen, warum muss ich für euch arbeiten? YouTube ist mein Hobby, ja. Ich bin nicht der professionelle Berichterstatter. Ja, ich mache das Beste, also ich mache das Beste draus. Bald bin ich wieder in Deutschland übrigens. Und mein Traummärchen ist bald vorbei hier in der Türkei. Genau, Deutschland will die Grenzen schließen. Besser gesagt, niemanden mehr annehmen. Kein Asylrecht mehr für Syrer und Afghanen. Und wer glaubt? Einer von euch, der das glaubt, einmal in die Kommentare. Und alle von euch, die das nicht glauben, auch einmal bitte in die Kommentare. Ist das jetzt ein Bluff? Wollen die uns verarschen? Lasst uns das doch so machen, dass die Leute erst überprüft werden. Wieso werden die Leute nicht überprüft? Wie wäre es, wenn man Hilfsbedürftige sozusagen mit reinlässt, die Hilfe brauchen, Frauen und Kinder. Und den Rest würde ich erstmal kontrollieren, oder nicht? Warum nicht? Ja. Ob die eine schlechte Vergangenheit haben, irgendwie was im Record drin steht, ja, im Computer. Kann man doch alles nachschauen und gucken, oder nicht? Ob die schon mal hier drin waren und abgeschoben worden sind zum Beispiel. Ob die kriminell waren in ihrem Land. Kann man das nicht ja fragen? Kann man da nicht in die Botschaft anrufen? Ja, ich weiß nicht, ob das zu aufwendig ist oder ob die Kapazitäten fehlen, aber es ist immerhin noch besser, als blind reinzulassen. So, die schließen jetzt die Grenzen und kontrollieren jetzt in Zügen, kontrollieren jetzt an den Grenzen, sodass Afghaner und Syrer nicht mehr reinkommen. Alle anderen Länder kommen auch sowieso nicht rein. Warum? Weil da kein Krieg herrscht. In Afghanistan und Syrien herrscht auch kein Krieg mehr, angeblich. In Syrien wollen noch irgendwo ein bisschen, Irak da in die Richtung, soll es aber auch friedlich sein, ja. Afghanistan, die Taliban hat übernommen, da ist es auch friedlich, da ist nichts mehr. Die Taliban wirbt sogar damit, wenn ihr zurückkommt, bauen wir unser Land gemeinsam auf und wir sind nicht nachtragend, wir wollen euch nicht auseinandernehmen. Weil die Leute, die damals geflüchtet sind, hatten Angst vor ihnen, weil sie immer mit der NATO, mit den amerikanischen Einheiten zusammen gegen die Taliban gekämpft haben und mit ihnen zusammen gearbeitet haben. So, als die Amis weggezogen sind, hat die Taliban übernommen. Und die Leute, die dann für den Westen gearbeitet haben, hatten Schock. Plötzlich hatten sehr, sehr viele Geld von ihnen, auch von den Amis geschöpft, weil sie zusammengearbeitet haben, die Stützpunkte der Taliban verraten haben und sowas alles. Da gab es ja wilde Geschichten. Und plötzlich kommen die Taliban zurück. Und wenn die Taliban kommt, kann dir dein Geld auch nicht mehr helfen. Selbst wenn du 100.000 Dollar auf dem Konto hast, kann das gefährlich werden. So. Die Taliban hat ja auch am Anfang Leute aus dem Verkehr gezogen, als sie wieder die Macht hatten.
Und die Leute haben Schiss bekommen, weil sie von Schritt, also von Stück zu Stück im Land immer alle Sachen beobachtet haben und immer nach vorne gekommen sind. Und sehr viele wollten dann auch fliehen. Ja, sogenannte afghanische Eliten, die für den Westen gearbeitet hatten, Botschafter und Co., wollten raus aus dem Land. Sind sie auch. Sehr viele, die Kohle hatten, sind raus. Sehr viele, die arm waren, haben es nicht geschafft. Ja, aber die Taliban hat angeblich dennoch niemanden angefasst. Angeblich, wissen wir nicht. Na gut. In Syrien wiederum gibt es so Richtung Damaskus, soll auch friedlich sein. Aber Richtung Homs und so in die Richtung soll es immer noch Gefechte geben. Und da ist halt offiziell eigentlich noch Krieg. Ja, und verständlich, dass die Leute da weg wollen. Meine Frage ist immer, sie müssten ja immer 5 bis 6 Länder überqueren. Warum bleiben sie nicht in der Türkei oder gehen nicht in die USA? Warum Deutschland? Ne? Es gibt ja sehr viele Länder, die überquert werden. Dann, wenn ihr schon so weit hinfährt, dann fahrt doch nach Kanada, USA und nochmal weiter. Oder fahrt doch in die Schweiz. Oder nach Österreich. Deutschland ist doch voll, Bro. Deutschland ist doch voll. Ja? Ich als Schwarzkopf sag das. Hier, guck mal her. Ja, siehst du? Ja. Deutschland ist voll, Mann. Wohin? Wir haben schon tausende Stresssachen hier. Passieren 1000 Sachen, Mann. Diebstähle, Stechereien, Alter. Was du willst. Ja? Die ganzen Taler uns am Alexanderplatz, Bruder. Wie viel noch? Reicht doch, Junge. So denke ich. Ja? Nicht böse gemeint, auch nicht rassistisch. Meine Frage ist nun, wo sollen die hin, Bruder? Komm, kommt alle, ist kein Problem. Christen, Muslime, kommt alle, scheißegal wer. Juden, kommt alle. Aber wohin, Bruder? Berlin, Alter, hat inzwischen schon 4 Millionen Einwohner. Wo sollen die Leute hin? Bei mir im Garten schlafen, oder was? So auf dem Motto. Ich hab nicht mal einen Garten, Alter. Ich wohne in einer scheiß Bruchbude. Wohnung, ja, mit meiner Frau zusammen. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, wohin das führen soll. Ich weiß nicht, wo wir landen werden zum Schluss, was da passieren wird. Aber es riecht alles nach einem Krieg, nach einem weltweiten Krieg. Vielleicht so kleine Bürgerkriege so. Ich glaube nicht, dass wir Menschen atomare Waffen nutzen werden. So diese primitive Art und Weise, glaube ich nicht dran. Ich glaube bis heute nicht dran, dass es so passieren wird, dass das so in die Richtung Atomwaffen passieren wird, sondern eher vielleicht kleine Kriege in verschiedensten Ländern. Ja. Dann werden sie immer mehr Checkpoints einbauen, immer mehr Kontrollen einbauen, um ihre Ideologie und um ihre Kontrolle durchzukriegen, was sie sowieso haben. Digitaler Euro, Chip unter die Haut und, und. Da wird noch einiges kommen, Freunde. So denke ich halt, wird das eher passieren. Die Leute werden in Angst und Schrecken versetzt und dann wirst du in Angst alles unterzeichnen, alles machen. Du wirst sogar als Hetero einem Mann einen lullern. So wollen die das haben. Du wirst ihm einen lullern, obwohl du komplett 1000% hetero bist. So wollen sie das haben. Tja, was soll ich dazu sagen? Das war's dann auch schon für dieses Video. Traurige Wahrheit, Freunde. Die Welt ist sehr, sehr traurig geworden. Ab 2019. Mir war bewusst, dass ab 2010 die Welt nicht mehr dieselbe war. Aber ab 2019 hat man das deutlich gespürt. Mit Corinna, die alten Kackbratze. Als die Corinna kam, wusste ich, dass das eine sehr, sehr eklige Kackbratze ist, dass sie vieles verändern wird. Das hatte ich einfach in den Eiern, das Gefühl. Und jetzt, ja, seit 2019, 5 Jahre lang, ist das nicht mehr dasselbe. Du siehst das bei den Leuten in den Augen, im Feeling. Du merkst die Aura, du merkst die Energie in der Luft, ist ganz anders. Früher war es viel, viel hässlicher. Heute ist vorbei. Ja, das war's. Ja, meinerseits. Ja, ich danke euch fürs Zugucken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ganz, ganz wichtig, abonniert diesen Kanal. Die Leute, die es immer noch nicht gemacht haben. Ich mag das manchmal mit meinem Kind so zu malen, Sachen auszumalen. Das beruhigt meine Psyche hier auch manchmal. Ich gehe jetzt wieder runter zum Pool mit meiner Familie chillen. Ja. Meine Frau guckt mich sowieso immer so schief an. Ich sage, ey, ich muss auch ein bisschen was für YouTube tun. Ich kann nicht einfach wegbleiben und die ganzen Abonnenten vernachlässigen. Ne? Da muss man auch ein bisschen was tun. So, ich hoffe, mein Kind ist mir nicht sauer für das orangene Ohr. Danke euch. Six All in the Mix. Bis zum nächsten Video. Adios.